Hallo, liebe Modellbahnfreunde, und willkommen zum Teil 2 des Baus einer Lärmschutzwand für meine Anlage. Und im ersten Teil habt ihr ja gesehen, wie ich dieses Teil hier schon mal fertiggestellt habe. Drei Paneele, drei Elemente einer Schallschutzwand mit einer transparenten Fenster. Das wird jetzt abwechselnd so weitergehen. Aber darum geht es heute nicht. Ihr wisst ja jetzt, wie das Grundgerüst, der Grundbau aussieht. Heute geht es um die fachliche Gestaltung. Nachdem ich mir jetzt über eine Woche Gedanken gemacht habe, welche Farben ich nehmen soll, habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, ein bisschen geschaut auf Google, wie diese Lärmschutzwände in echt aussehen und Lösung, die ich da gekommen bin, seht ihr nach dem Intro. Ja, ich habe mich entschieden, zweifarbig zu gehen und ja, wie es heutzutage halt modern ist, in Grau. Und da habe ich mich für diese beiden Farben entschieden. Von Revell, Hellgrau und Mausgrau. Das Hellgrau werden die Flächen gemacht und im Mausgrau die Pfosten. Ja, dazu habe ich mir die beiden Farben schon mal bereitgestellt und habe auch zwei Pinsel da, den dicken für die Flächen und den etwas feineren für die Kanten und die, ja, überall da, wo ich mit dem dicken Pinsel nicht hinkomme. Und wir werden mal schauen, was das wird. Ich werde einfach mal loslegen. So, die Pfosten haben nun ihren ersten dunkelgrauen Anstrich bekommen. Und ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Kann man schon mal so schön ansehen. Wenn die Farben irgendwann nicht mehr gefallen, hat man ja schnell wieder umgestaltet. Das ist kein Problem. Ich werde diese auch so auf der Anlage platzieren oder so hinstellen, dass ich sie auch in Teilen wieder abnehmen kann. Oder ausbauen kann, ohne irgendwas zu zerstören. Ich werde es auf jeden Fall mal so versuchen, damit ich, wenn ich Lust und Laune habe, das Ganze umlackieren, respektive neu streichen kann in anderen Farben. Jedenfalls gehe ich jetzt mal in die Zwischenräume, also die Paneele, und diese bekommen diese Revell Hellgrau. Dieses Hellgrau, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das ist eine, die habe ich schon seit Jahren und ist auch relativ stark verdünnt. Und ihr seht, die ganze Farbe ist schwer zu bearbeiten, deckt nicht wirklich. Und ja, ich werde das jetzt mal weiter so bearbeiten und später dann versuchen mit einer zweiten Schicht oder sogar einer dritten Schicht. Und wenn das nichts wird, wird einfach eine andere Farbe. Muss ich mir eine andere Farbe suchen, die dann einfach darüber gestrichen wird. Ja, wie gesagt, das gehört dazu. Oder ich hole mir bei Xavier oder irgendwo, der hat ja das Sortiment von Vallejo-Farben und werde mir dann wahrscheinlich dann dort ein paar Vallejo-Farben besorgen dafür. Wobei, das sind eher Airbrush-Farben und Airbrush habe ich nicht. Ist auch nicht so das, was ich haben möchte, von daher mal schauen. Solange das hier trocknet, werde ich noch das ein oder andere Panel mit Fenster herstellen. Und dann, wenn diese Farbe dann getrocknet ist, kommt eine zweite Schicht drauf. Ja, und wie schon im ersten Teil gesehen, 3,5 cm. Jetzt habe ich ein anderes Maßband hier genommen, ein Metallmaßband. Das geht dann besser als so ein handelsüblicher Zollstock. Und hiermit kann ich dann etwas genauer arbeiten.
und diese Teile zuschneiden. Ich mache das wieder im Zeitraffer, dann braucht ihr mir nicht hier stundenlang zuzuschauen. So, ich habe jetzt hier noch so ein Stück mit Fenster angefügt und die werden nie hundertprozentig auf einer Höhe sein. Die werden immer ein bisschen versetzt, einer tiefer, einer höher und immer abwechselnd mit einer komplett geschlossenen. So stelle ich mir das vor, gefällt mir recht gut. Jetzt habe ich hier mich ein bisschen vermessen. Dieser hier ist hier ein bisschen zu hoch. Sieht man vielleicht. Ja, hier ist ein bisschen zu hoch geraten und das macht nichts, wenn das Ganze nachher fest ist, der Kleber und alles, wenn das alles getrocknet ist, dann werde ich das nachbearbeiten. Das ist kein Problem. Da kann ich entweder mit einem Dremel oder eben mit dem Messer oder mit, ja, mit der Feile oder was auch immer, kann ich das dann ebnen. Da sehe ich jetzt kein Problem. Ja, und mit der Farbe, das sehen wir dann später. So, ihr Lieben, das Ganze habe ich jetzt mittlerweile auf Höhe abgeschnitten. Das ging ohne Probleme. Und wegen diesem Licht, also hellgrau, naja, das gefällt mir nicht so wirklich. Und ja, da habe ich mich nun entschieden, vielleicht etwas Farbe ins Spiel zu bringen und das Ganze ein bisschen herauszuheben aus der Umgebung. Und zwar mit Lichtblau. Werde ich versuchen, mal sehen, wie das wirkt. Und gucken mal, ob die Farbe überhaupt noch zu gebrauchen ist. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal mit Lichtblau. So würde das jetzt aussehen. Natürlich, die Zwischenpaneele sind noch nicht lackiert. Da könnte ich sogar noch hingehen, noch etwas bunter machen. Ich weiß nicht, gelb oder rot oder keine Ahnung, ein bisschen buntere Farben. Ja, ich hab da ein bisschen jetzt weitergemacht, die letzte Woche über. Und auch die Farben habe ich nun definitiv ausgewählt. Es sind zwei verschiedene Blautöne. Und wie ihr hier seht, hier steht der aktuelle Zustand dieser Lärmschutzwand. Und ihr erkennt es sofort. Die beiden Blautöne. Das ist einmal von Revell das dunkelblau matt, also das blau matt, und einmal das lichtblau glänzend. Da dieses noch glänzend ist, ja, passt sich irgendwie nicht zusammen, wird dieses, nachdem es trocken ist, mit Revell fachbloß matt überstrichen, damit es dann auch matt wird. Ich habe jetzt hier dieses Element bestehend aus 7 Paneelen. Jeweils abwechselnd ein durchgehendes und eines mit Fenster. Ja, das wird dann so sich fortziehen über das Ganze. Und ja, somit habt ihr dann aber schon einen Überblick, wie das in Zukunft auf der Anlage aussehen wird. So, ich habe mir hier dieses Fachbloß Matt mal geholt, von Revell ebenfalls. Und damit wird später dann dieses glänzende Blau überstrichen. Bevor ich das machen kann, muss ich aber noch die weißen beiden Paneele bemalen. Einmal in hellblau und einmal in dunkelblau, sage ich jetzt einfach mal so. Und auch die Pfosten müssen noch mausgrau gestrichen werden. Ja, sobald dieses dann lackiert ist, werde ich euch zeigen, wie das dann auf der Anlage aussieht. Ja, hier seht ihr nun das Ganze den herumgedreht von der Vorderseite an sich und ich bin gerade dabei, hier seht ihr die letzten Paneele zu streichen,
auch hier noch die Rückseite von dem blauen, von dem lichtblauen wohlbemerkt. Und ja, wenn das gestrichen ist, muss es trocknen. Und dann kommt noch eine zweite Schicht drüber, vor allem das lichtblau. Das deckt nicht besonders gut, wobei es gibt Schlimmeres. Und wenn das dann fertig ist, kommen noch die Pfosten dran und dann gehen wir gemeinsam rüber auf die Anlage, wo das Ganze dann seinen Platz findet, provisorisch vorerst. Das wird noch nicht definitiv festgeklebt oder so, aber ja, so könnt ihr mal sehen, wie ich das meine, wo dieses Ding dann seinen Platz findet. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt, ich sag mal, fertig aus, das erste Teil. Das Teil, das ich euch zeigen möchte an sich. Das Ganze zieht sich fort noch ein bisschen. Das zeige ich euch später auf der Anlage, wie bis wohin das verlaufen soll. Ja, es war eine Woche mit vielen Aufnahmen jetzt. Es ist nicht leicht, wenn man nicht gewohnt ist, während den Arbeiten zu filmen. Dann vergisst man auch gerne mal irgendwas oder man vergisst die Kamera zu starten und dann hat man weitergebaut und dann, ja, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, so sieht das jetzt aktuell aus. Genau, mit diesen drei, also sind die sieben Elemente jetzt hier. Dunkelblau, Lichtblau mit Fenstern drin. Und wir gehen jetzt damit auf die Anlage rüber. Dann zeige ich euch, wie und wo das auf der Anlage steht und wie das weitergeführt wird. Und dann hänge ich am Schluss, zum Abschluss dieses Bastelvideos oder dieses zweiteiligen Videos sozusagen, hänge ich dann ein paar schöne Fahraufnahmen aus dieser Ecke, wo dann diese Schallschutzwand oder Lärmschutzwand ihren Platz hat, wenn die Züge daran vorbeifahren, wie das dann aussieht. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf der Anlage. Und hier seht ihr jetzt schön, wo diese Lärmschutzwand steht. Hier hinter der Kirche oder am Kreisverkehr am Ende dieser Straße, an dieser Wohnsiedlung, die man sich hier vorne vorstellen muss. Und diese Lärmschutzwand zieht sich dann hier hinter dem Garten von diesem Haus weiter, bis hier vorne hin wird die verlaufen. So rüber. Und da bei der Kirche ist diese kleine Lücke, die wird so bleiben. Da wird dann mit einer Hecke oder irgendwie sowas wird dieses dann noch geschlossen. Und rechts neben der Kirche hier wird diese Lärmschutzwand nicht weitergeführt. Da gibt es eigentlich ja nur den Friedhof und einen Parkplatz. Und ich denke nicht, dass die Leute da auf dem Friedhof sich von einem Zug gestört fühlen. Von daher würde ich sagen, ist das okay, wenn ich ab der Kirche hier rüber und dann bis hier vorne, wo das Signal ist, noch ein bisschen weiter vor, wird dann diese Schallschutzwand oder Lärmschutzwand verlaufen. Und ich finde, das macht einen richtig schönen Farbtupfer hier auf dieser Anlage. Und ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ich finde wirklich, dass es ein herausstechender Farbtupfer so ist. Und ja, mir gefällt's. Von mir aus bleibt es so. Eben wie gesagt, sie wird noch weitergeführt hier runter. Aber um euch zu zeigen, wie ich mir so eine Lärmschutzwand vorstelle, reicht das da völlig. Mal kurz näher ran oder von weiter oben. Genau, ein bisschen Schatten im Bild macht nichts. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann. Ich hänge jetzt noch die ein oder andere Fahraufnahme hinten dran und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.